und grübelnde Großstadtflaneure. Die Glückssuche ist ein zentrales Leitmotiv all ihrer vielen Bücher. Glück beschäftigt Sie und auch Ihre zahlreichen Leser. Sie gehören zu den meistgelesenen Schriftstellern im deutschsprachigen Raum. Doch das Glück steht nicht immer nur in einem guten Licht bei Ihnen. Sie reden von einem regelrechten Glückszwang. Was hat man darunter zu verstehen? Man versteht am besten darunter, wenn man sich die vielen Institutionen vorstellt, die auch von Menschen verlangen, dass sie glücklich seien mögen, bitte. Weil man sich von glücklichen Menschen natürlich mehr verspricht. Ich denke natürlich jetzt sofort an die glücklichen Kühe, die in der Werbung ein Begriff sind. Und auch an den Unfug, der mit der Glücksidee getrieben wird. Und das lässt mich eben zweifeln, ob das überhaupt ein sinnvolles Konzept ist, das man an Menschen herantragen kann. Also Glück ist ja etwas, sagen wir mal, Vorüberschwebendes, höchstens. Und es dauert selten lange. Glück bedeutet eine gute Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis. Das ist ein Zitat einer berühmten Schauspielerin, Ingrid Bergman. Was halten Sie davon? Ja, das kommt auf den Einzelnen an. Also wenn das Gedächtnis gar zu schlecht ist, dann ist auch das kein Glück. Also ein gutes Gedächtnis ist auch eine Form von Glück, weil man natürlich sozusagen das gute Gedächtnis braucht, um seine Biografie zusammenzubauen. Und da sollte man nicht allzu viel Unfug denken. Und dazu braucht man eben ein funktionierendes Gedächtnis, das auch das Unglück sozusagen aufbewahrt, weil es selbstverständlich also in jede Biografie hineingehört. Und es hinaustreiben zu wollen, ist Infantilismus, ist einfach Ahnungslosigkeit, kindische Ahnungslosigkeit. Auf die Kinder würde ich dann gerne nochmals zurückkommen. Aber ist Glück eigentlich ein Weg, eine Sache des Zufalls, ein Gefühl, eine Einstellung, ein Bewusstsein, eine Herausforderung letztlich? Ja, alles trifft zu, was Sie gesagt haben. Aber man kann es natürlich, sagen wir mal, nicht auf dem Marktplatz treffen. Obwohl wir auf den Marktplatz also auch noch zu sprechen kommen, weil dort die Kommunikation unter den Menschen stattfindet und auch funktioniert. Und das ist eben auch schon eine Form von Glück. Nicht? Also, dass man Städten und Stellen weiß, wo man möglicherweise eine Ahnung davon bekommen kann, was heute die Tagesform des Glücks sein könnte. Also, dass man jemanden trifft, dass man eine heitere Beobachtung macht und all diese Dinge, dass man, sagen wir mal, lustige Tiere beobachten kann, die es ja auch überall in den Städten heute gibt. Also, es bedarf ja sozusagen nicht allzu viel, um eine glückliche innere Anmutung zu kriegen. Offensichtlich ist das nicht bei allen so. Diese Tagesform des Glücks, die kann einem ja dann auch radikal verlassen. Jetzt zum Beispiel bei uns in der Schweiz, die Bank Wegelin ist sicher vom Glück verlassen worden. Auf der anderen Seite gibt es die Hans im Glück, Didier Güsch, unser berühmter Schweizer Skifahrer, zum Schweizer des Jahres gewählt, ein glücklicher Mensch. Ja, wenn man natürlich, wie soll ich sagen, im äußeren Leben gerade so viel Glück hat wie der Skifahrer oder überhaupt Sportler. Also die haben aber den großen Nachteil, dass sie das Glück unbedingt auch in einer bestimmten Phase ihres Lebens einfahren müssen. Also und wenn das vorbei ist, und das ist in der Regel die Jugend, dann müssen sie entweder ihr Geld verdient haben oder sie müssen die Frau ihres Lebens auch gefunden haben und so weiter. Denn danach passiert nicht mehr viel. Also das ist das Problem, wenn das Glück an ein bestimmtes Lebensalter fixiert ist. In Ihren 18 Romanen mittlerweile, glaube ich, sind es, reflektieren Sie stetig über das Glück. Und auf der anderen Seite merkt man, dass Sie diesem Glück, diesem Reflektieren müssen über das Glück, auch nicht trauen. Ist das nicht ein großes Paradox? Ja und nein. Also
das Glücksverlangen bei mir ist natürlich auch ein, sagen wir mal, ein Infantilrest. Also etwas, was aus meiner Kindheit ins erwachsene Leben hinüberragt und was möglichst endlich situativ festgemacht werden sollte und was eben nicht klappt. Und deswegen auch dieser Zweifel am Glück und auch diese Schwierigkeit, sich mit diesem peripheren Auftreten des Glücks zu begnügen. Ich meine, wahrscheinlich ist das etwas, woran man sich nicht gewöhnen kann. Aber man muss, man wird genötigt vom Lebensverlauf. Und deswegen hat man so eine ambivalente Haltung zum Glück. Mhm. Die Tiere, Sie haben es erwähnt, spielen auch eine ganz wichtige Rolle, weil die sind frei von diesem Zwang, glücklich zu sein. Ja, weil also die Szene kommt zum Beispiel in meinem letzten Buch vor. Da entdeckt der Erzähler eine Ente, die auf dem Marktplatz steht und schläft auf einem Bein. Und er sieht das und hat sofort Anteil am Glück dieser Ente. Und kurz gesagt, die Ente empfindet gar kein Glück. Das ist eine Projektion des Menschen, der sie betrachtet. Also eine Kuh oder eine Ente, die weiß nicht, was Glück ist. Also sie lebt das, was sie leben kann. Und sie ist ja auch, wie soll ich sagen, sie hat nicht nur keinen Glückszwang, sie hat auch keinen Denkzwang. Also, sie vermisst nichts. Sie nimmt den Tag, wie er eben genommen werden muss. Und das genau würde der Mensch dann als Glück bezeichnen. Mhm. Aber die Ente nicht und die Kuh eben auch nicht. Also, die sind so integriert in die Natur ihres Tagesablaufs, dass und dass sie nicht denken, ist für sie immer alles normal und immer auch zugleich ein Glück, also dass sie zu fressen finden und dass sie irgendwo schlafen können. Das sind im Grunde die beiden zentralen Punkte bei den Tieren. Also sie müssen was zu fressen finden und sie müssen am Abend, wenn es dunkel wird, eine Schlafstelle finden. Mehr muss nicht geregelt werden. Dann wären Sie gerne eine Ente selbst. Ach, ich würde nicht unbedingt gern eine Ente sein wollen, aber sagen wir mal ein Adler, der auch größere Strecken zurücklegen kann. Also ich würde gerne mal, wenn ich auf dem Land leben würde, würde ich gerne zum Meer fliegen. Und wenn ich dort genug gesehen hätte, würde ich auch gern wieder zurückfliegen. Das könnte eine Ente nicht. Also es müsste dann schon ein größerer Raumwechsel sozusagen möglich sein. Dann wäre das für mich ein möglicher Trip. Der Trip gewissermaßen der Glückssuche ist ganz eng an die Philosophie, die Geschichte der Philosophie gebunden. Seit der Antike ist eigentlich die Philosophie mit der Suche nach dem richtigen Leben und natürlich dahinter nach der Glücksfrage zentral verbunden. In der Aufklärung geht es darum, aus diesem gesellschaftlichen Glück ein individuelles Glück herauszuarbeiten. Diese Quellen des Glücks sind immer mit dem Denken verbunden. Haben Sie also das Gefühl, wenn ich Sie so ein bisschen ernst nehme als Adler fliegend, dass Sie sagen, dass das Glück immer noch das Ziel ist, aber die Philosophie nicht mehr der Weg? Schwierig zu antworten, schwierig zu antworten. Ich meine, mir fällt natürlich sofort Aristoteles ein oder auch Platon, die auch über das Glück gesprochen haben. Und für sie war das Glück tatsächlich, also auf den Marktplatz zu gehen und einen Kollegen zu treffen und dort eine Diskussion über dieses und jenes Thema zu führen. Und das kann bei uns immer noch ein Glück sein. Da müssen wir aber den richtigen Partner finden, mit dem auch, wie soll ich sagen, ein glückhafter Austausch möglich ist. In der Regel klappt das bei uns nicht mehr. Wir müssen uns verabreden. Also, und da beginnt sozusagen das zwanghafte gesellschaftliche Leben. Und dann mindert sich das Glück bereits, nicht? Also, man müsste eine Form finden können, die den Zufall auch aufbewahrt. Und das ist genau das Problem. Das können wir nicht. Also, man muss dann irgendwo hingehen und
einen schönen Anblick sehen oder auf einen Rummelplatz. Ich gehe zum Beispiel bis heute gern auf Rummelplätze, weil ich als Kind schon gern dort mich aufgehalten habe. Und einfach dieses Durcheinander und der Fahrgeschäfte, der Karussells und so weiter und die vielen schon im Gesicht als glückhaft anwesenden Menschen zu sehen, das ist eigentlich als Zündvorgang für mich schon ausreichend. Aber es ist vielleicht eine Mischform zwischen dem Glück des Adlers und dem Glück des Aristoteles, eine Form des sprachlosen Glücks. Rummelplatz hat nichts mit diesem Denk- und Denksprechzwang zu tun, sondern eine Anschauung. Ja, ja, also klar, Sie haben recht. Also ich meine, es muss dann schon noch etwas, sagen wir, für die höheren Abteilungen übrig bleiben. Also das Gehirn will auch glücklich sein, nicht bloß die Optik, sondern man möchte auch etwas im Gedächtnis, im Bewusstsein nach Hause tragen und sich bereichert fühlen. Und dann kommt wieder diese wunderbare Erfindung des griechischen Marktplatzes in Erinnerung. Da sind eben noch andere Philosophen verkehrt damals. Und da hat man eben ein kleines Schwätzchen gehalten auf dem Marktplatz und hat sich über das Todesproblem und über das Diskursproblem unterhalten und so weiter und so weiter. Auch über Kollegen, die beim Sinieren in eine Grube gefallen sind. Auch das, also der Tratsch im Grunde, war auch schon alles da. Und man merkt daran, wenn man diese Dialoge liest, dass eben auch zum Glück eine Art Unterhaltung gehört. Mhm. Also eine gewisse Anspruchslosigkeit. Nicht? Jetzt von Aristoteles zu uns nochmal, 21. Jahrhundert, haben sich die Rahmenbedingungen geändert, um glücklich zu sein? Oder sagen wir vielleicht ein kürzerer Zeithorizont seit dem Zweiten Weltkrieg? Dieser Glückszwang hat sehr viel mit Konsum zu tun, wenn ich Sie richtig verstehe. Also diese Glücksrahmenbedingungen, wo stehen wir? Das ist ein Thema, da könnte man abendelang drüber sprechen. Also rein äußerlich gesehen sind wir in der Tat in einer glücklichen Lage. Also wir sind kein Volk am Rande des Verhungerns. Wir sind tatsächlich auch seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs kein Volk mehr im Kriegszustand. Es gibt keine internen Auseinandersetzungen, bei deren Austragung man um sein Leben fürchten müsste und all diese Dinge. Insofern herrschen wirklich befriedete und insofern auch glückliche Zeiten. Natürlich, unter der Decke tobt sozusagen der Konsumwahn. Nicht? Dann will man eben das größere Auto als der Nachbar. Das klingt zwar banal, aber es ist, fürchte ich, wirklich so. Also man will auch die größere Wohnung. Und wenn man die eine Weile hatte, will man eine Eigentumswohnung. Und wenn man die eine Weile hatte, will man ein Häuschen haben. Natürlich im Grünen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Also dieser Konsumdruck ist, sagen wir mal, keine Form des Glücks in meinen Augen. Und wer nicht den Mut hat oder den Grips, um das einigermaßen zu durchschauen, dass man sich nicht vor diesen Karren spannen lassen darf, der ist übel dran. Der muss das Wettrennen bis zum üblen Ende eben mitmachen und wird dabei unglücklich, obwohl er das die ganze Zeit für das Glück hält. Sie erzählen ja ein bisschen vielleicht so etwas auch wie von der Form des Glücks, des Verzichts, der ja auch ein klassischer Topos ist, gerade in der Philosophie, das kleine Glück und das große Glück. Ich habe oft das Gefühl, das kleine Glück ist sehr, sehr, sehr einfach, rasch herzustellen. Ein Glas Rotwein, ein Kaminfeuer und jemanden, den man liebt, und schon ist es da. Ja, ich stimme Ihnen sofort zu, aber dazu gehört schon ein gewisses Talent. Also auch eine gewisse Entfernung von den propagierten Glücken. Nicht? Also das ist
sagen wir mal, diese Art von Glück hat einen schweren Stand, weil es keine Propaganda dafür gibt. Es kann nichts damit verkauft werden. Und es fällt eben auf, dass das propagierte Glück immer auch im Zusammenhang steht mit etwas, was man kaufen kann und wonach dann das Glück eintritt. Es gibt natürlich noch die politische Agenda. Auch also in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung ist dieses berühmte Pursuit of Happiness, also dass man das Recht hat, sein Glück zu verfolgen. Das ist dann vielleicht nicht konsummäßig gedacht, aber es ist ideologisch gedacht oder es ist philosophisch gedacht, politisch gedacht. Ja, politisch gedacht, würde ich sagen. Man muss natürlich sich auch dazu dieses ungeheure Land Amerika vorstellen und das Angewiesensein Amerikas auf Menschen, die dieses Land bevölkern und auch ausnutzen, buchstäblich. Und das ist vor allen Dingen damit gemeint, also mit dem Verfolg des Glücks, wie es in der Verfassung heißt, dass also die Leute tatsächlich sich auf den Weg machen, um Weizen in Massachusetts anzubauen, obwohl sie in New York gerade sind oder sonst irgendwo. Also dass sie der Imagination fähig sind und dann irgendeine Lebensreise unternehmen, nicht? Also in der amerikanischen Literatur spielt es ja eine große Rolle. Ich lese gerade die Erzählungen von Sherwood Anderson, da ist es ein durchgehendes Thema. Alle die Menschen, die plötzlich also in irgendwelchen Kleinstädten auftauchen, um Gold zu suchen oder um eine Kneipe aufzumachen oder endlich eine gute Frau zu finden und so weiter. Also da mussten sie aber dahin reisen und mussten also auch Anstrengungen unternehmen. Und oft haben sie dann tatsächlich das Glück, weil sozusagen ihm eine solche Anstrengung vorausgeht. Es darf gar nicht mehr unglücklich ausgehen. Sie müssen dann eine Frau heiraten, die ihnen irgendwie gefällt. Und sie müssen den Job machen, der sich da anbietet. Und oft klappt das auch, nicht? Also in der amerikanischen Geschichte war das so. Aber nur, weil es eben damals dringend gebraucht wurde, um das Land hochzubringen, zu industrialisieren und so weiter und so weiter. Also das Glück des Tüchtigen, das Glück des früh aufstehen und auf die Reise gehen. Ja, genau, des Unternehmers im Grunde. Also es hat keinen Sinn, sich zu Hause auf die Treppe zu setzen und Trübsal zu blasen. Das ist die amerikanische Legende. Und im Grunde war das auch die westdeutsche Legende in der Nachkriegszeit. Man muss aufstehen und irgendwo hingehen und sagen, so, ich mache das und das und das dann auch tun. Also kein Zufallsglück? Nein, Glück ist Arbeit. Also und zwar bewusste Arbeit. Also jemand muss sich darüber klar geworden sein, mir fällt nichts in den Schoß, ich werde jetzt mal das versuchen und wenn das nicht klappt, werde ich das versuchen und so weiter, bis irgendetwas klappt. Also das heißt, wir haben eine erste Etappe hinter uns gewissermaßen. Wir wissen jetzt, dass wir arbeiten müssen. Ich hätte gerne etwas anderes gehört, aber vielleicht interessiert ja genau darum auch die Politik sich so sehr für das Glück. Natürlich aus eigenen sehr, sehr nachvollziehbaren Gründen, auch um den Menschen das Glück versprechen zu können, um mehr Wähler zu haben. Aber es sind ja nicht nur die Politiker und es sind nicht nur die Literaten und die Philosophen, von denen wir gesprochen haben. Es ist gesellschaftlich, sind es immer mehr auch die Wissenschaftler, die Soziologen, Psychologen, klar, aber auch die Neurologen. Und dass man Chemie quasi jetzt als Glückserklärer definieren kann. Es gibt die schönen Endorphine, Dopamine, Serotonine. Man weiß, dass Oxytocin Mutterliebe bedeutet. Also haben wir die Glücksforschung, wie Sie sie betreiben, als Literat hinter uns gelassen und können es quasi jetzt den Chemiker überlassen? Ich glaube daran natürlich nicht. Und ich denke auch, das ist einfach seinerseits eine unglaubliche Fantasie, dass also sozusagen wir eigentlich nicht mehr Glück haben müssen, um Glück zu haben, sondern es genügt, ein paar Pillen zu schlucken und dann läuft das schon irgendwie. In Wahrheit handelt es sich natürlich darum, dass das nicht
glücksfördernd ist, mhm, sondern eine Pille kann bestenfalls die Stimmung heben, mhm, nicht? Das ist was anderes. Also, dass man, es ist ja kein Zufall, dass besonders depressiv veranlagte Menschen darauf stark reagieren. Und wenn die entsprechende Tabletten nehmen, dann werden sie von großem, starkem inneren Druck, sprich Melancholie, vorübergehend befreit. Das ist aber natürlich kein Glück. Mhm. Das ist eine Art, wie soll ich sagen, Milderung des Daseinsdrucks und der inneren Verstimmung darüber, ich fürchte, mhm, dass diese Menschen, also darüber handelt es sich, zu wenig Glück hatten im Leben, mhm, und eben dann ein Opfer ihrer Verstimmung geworden sind. Mhm. Und dass man ein Bewusstsein schafft, gesellschaftlich, für Glück. In Deutschland ist Glück zum Teil auch Schulfach bereits. Das heißt, kann man Glück dann doch lernen? Ich glaube nicht. Mhm. Also ich wäre da sehr skeptisch. Ich würde höchstens so weit gehen und sagen, man kann sich in die Nähe der Bedingungen geben, von denen man in früheren Experimenten schon erfahren hat, dass sie einen ja glücklich gemacht haben. Also wenn ich zum Beispiel gemerkt habe, dass ich am Mittelmeer, mhm, glücklicher bin als irgendwo in der flachen Ebene, dann fahre ich im Sommer natürlich wieder zum Mittelmeer. Weil ich denke, dort war ich glücklich. Das sagen die Menschen dann ja auch. Also in diesem Rahmen, wenn das so in diesem Rahmen bleibt, würde ich das als, sagen wir mal, als technisches Mittel natürlich auch glauben können. Aber das ist auch, hat mehr mit Stimmung zu tun, mhm, und weniger also mit der Behebung einer inneren Verfasstheit, nicht? Also mir ging es auch lange so, dass ich natürlich im Süden, in Italien oder auch in Spanien, wenn sozusagen die äußeren Bedingungen geklärt sind, das Wasser ist warm, der Strand ist schön, der Himmel ist blau und der Wein ist gut. Ja, also was will man denn dann mehr? Und so arbeitet ja auch die Urlaubspropaganda, als wäre das sozusagen schon in toto das Glück. Und man braucht eine Weile, bis man das durchschaut. Weil sie sitzen dann ganz, ich war ja auch oft in Spanien oder in Italien oder sonst wo, man sitzt dann am Strand, mhm, und sieht, wie die armen Menschen jetzt auf das Glück warten. Dabei sind sie nur angetrunken. Mhm. Das ist alles, was geschehen ist. Und es kommen ihnen die Tränen. Weil sie merken, es fehlt ihnen was. Und sie können nicht sagen, was denn? Und das heißt, wenn man quasi, man kann am Glück arbeiten, man muss mit sich selbst experimentieren, aber kann man sich denn auch ändern? Diese Frage steckt doch auch dahinter. Kann man seine Grundkonstitution verbessern, indem man diese Experimente eben wirklich an sich selbst auch durcherleidet oder mit dem vollen Risiko auf Scheitern? Ja, also man kann es sozusagen in gewisser Weise lernen, wenn man herausfindet, was man gerne tut, mhm, sagen wir so. Also wenn ich herausfinde, dass ich beim Gärtnern große Freude empfinde, dann würde ich empfehlen, ja, dann werden Sie Gärtner, nicht? Oder wenn ich merke, beim Schreiben empfinde ich Glück irgendwann, mhm, wie bei mir, dann bin ich natürlich sozusagen auf Abrahams Pfad. Dann strenge ich mich an, um das sozusagen zur Glücksform meines Lebens zu machen. Mhm. Wenn das in so diesem Rahmen abläuft, dann ist das sehr nachfühlbar und ist auch vergleichsweise erfolgversprechend. Wenn ich Ihre Biografie richtig gelesen habe, sind Sie relativ spät eben dazugekommen, oder? Zum Schreiben, so um die 40. Nein, das stimmt nicht. Ich bin schon sehr früh dazugekommen. Also mein erstes Buch ist erschienen, da war ich 19 oder 20, was ein totaler Reinfall war, weil ich es eben einfach noch nicht konnte.
Und heute bin ich froh, dass es ein Reinfall war, weil das Buch ist tatsächlich nicht besonders. Und aber das Schreiben selbst war die Entdeckung. Und ich habe dann den Weg des Journalismus eingeschlagen und habe ein Volontariat bei einer Zeitung gemacht und war dann jahrelang als Journalist tätig und als Redakteur. Und erst so Mitte der 70er Jahre, als die Abschaffelromane erschienen sind, da war ich aber dann schon Mitte 30, dann fing das eigentlich richtig an. Also mitunter muss man eben sagen, Glück ist auch eine Form von warten können. Also man hat etwas entdeckt, aber es klappt noch nicht so richtig. Man muss einfach warten, bis man selbst stofflich genug ist, um die Verbindung mit diesem Glück zustande zu kriegen. Und insofern ist auch gelungene Ausdauer eine Form eines Glücksversuchs. Und ich bin froh, dass ich so ausdauernd gewesen bin, denn sonst hätte ich das vielleicht gar nicht bemerkt, wenn ich es nicht noch mit 35 noch mal probiert hätte. Allerdings auch um wichtige Lebenserfahrungen bereichert. Also ich meine, es ist nicht sehr vielversprechend, wenn ein 18-Jähriger einen Roman schreibt. Worüber will der denn schreiben? Da ist nicht viel. Ja, gut. Also bei Schiller und Goethe und anderen Genialen gibt es Beispiele geglückter Versuche, Erstversuche. Ja, aber da waren sie doch schon älter. Also ich meine, natürlich schreibt man dann, wenn man älter geworden ist, über die Jugend, nicht? Sie meinen den Werther wahrscheinlich, nicht? Gut, war er noch etwas jünger, der Goethe, klar. Also, aber wer ist schon Goethe? Also es gibt natürlich überall die Ausnahmen, nicht? Aber im sogenannten Normalfall muss man sozusagen die stoffliche Weite auch erreicht haben. Außerdem inzwischen, ich meine, es gibt Jugendromane wie Sand am Meer und niemand beachtet sie mehr. Das ist eben auch das Problem und das Glück, das Goethe hatte, dass er einer der Ersten war, der also die Liebe entdeckt hat und das Pech mit ihr und so weiter und so weiter. Auf einem bürgerlichen Niveau natürlich, nicht? Also dass das ein Buch des aufsteigenden Bürgertums hat werden können, das ist heute vorbei. Also diese Chance haben wir heute nicht mehr. Wenn Sie das Stichwort Liebe ansprechen, Ihre Helden sind ja also sehr, sehr ein bisschen schrullige Zeitgenossen, grüblerische Einzelgänger, von denen man nicht den Eindruck hat, dass sie überhaupt zum Glück taugen in irgendeiner Form und die sich aber so eine Art Seelenfrieden von Zeit zu Zeit fast erhandeln oder erschleichen, nämlich am Busen ihrer geliebten Frauen und in der Sexualität eine Art von Erfüllung finden. Wie wichtig ist Sex für Glück? Sagen wir mal, es sollte natürlich dabei sein. Und es sollte natürlich nicht zur Lebensmaxime werden. Das liegt auch auf der Hand. Also, wer zur rechten Zeit kein Liebesglück hat, ist schon ein sehr unglücklicher Mensch. Das ist klar. Und wenn man das hatte oder hat, und dann sind sozusagen die Abwandlungen dieses Liebesglücks in den folgenden Lebensjahren auch noch sozusagen glücksbehaftet, weil dann die Erinnerung kommt und auch die Freude darüber, dass so viel Angenehmes und Wünschenswertes mit einem selbst geschehen ist. Und wenn man ein Mann ist, dann liebt man dafür auch natürlich auch in späteren Jahren noch die Partnerin, mit der diese Glücke alle möglich waren. Und ich kenne niemanden, der das in den späteren Jahren hat vollkommen vergessen können, dass welchen tollen Lebenserfahrungen ihm dieses Glück eines Tages vergönnt hatten. Das würde ein bisschen bedeuten, also das Glück allein in der Isolation ist ein sehr schwieriges
Unterfangen ist da zu suchen, aber dass man vielleicht in der Erinnerung dieses Glück allein an eine Gemeinsamkeit oder an eine Beziehung, an eine Liebe, an eine Freundschaft wachhalten kann oder reaktivieren kann. Ja, so meine ich das auch. Ja. Also selbst wenn es sozusagen nicht mehr diese Hochformen hat, die es einmal hatte, aber die Wiederverlebendigung in der dann auch gemeinsamen Erinnerung ist eben schon beinahe wieder sozusagen ein Teil des Vergangenen und damit auch ein Teil der Gegenwart. Mhm. Also es ist etwas besonders Glückliches, weil man hat sich ja eigentlich, wenn man jung ist, stellt man sich nicht vor, dass das anhält. Mhm. Und die große Überraschung besteht dann darin, dass in der Wiedererinnerung ein Anhalten des Glücks stattfindet. Damit hat man, glaube ich, nicht gerechnet. Wenn man mit 17, 18, 19 liebt, dann denkt man, ja, das ist alles sehr flüchtig und so weiter und so weiter. Und dann kommt es doch ganz anders. Also es ist nicht unbedingt die Vorfreude, es ist nicht unbedingt die Freude, sondern es ist die Erinnerung an die Freude, die aber sie muss einmal eine Vorfreude gewesen sein, nicht? Also ganz aus der Luft gegriffen oder bloß als Erinnerung allein ist das, glaube ich, noch nicht ausreichend. Es muss einmal tatsächlich auch körperliches, sexuelles Glück gewesen sein, was sozusagen der Erinnerung, was die Erinnerung auch lohnt. Also das heißt, das wirkliche, pralle, satte Leben. Ja. Und wir leben aber in einer Kommunikationsgesellschaft. Es gibt diese sozialen Netzwerke auf dem Internet. Es gibt ein unglaubliches Bedürfnis der Menschen, in diesen Netzwerken zu sein, 1000 Freundschaften zu haben, virtueller Natur. Was halten Sie von dieser Entwicklung? Ja, das, wie soll ich sagen, ich kann das nur das Tal der Ahnungslosen nennen. Mhm. Nicht? Also wenn jemand glaubt, also 1000 Freunde zu haben, weil er von ihnen irgendein Text im Internet gesehen hat oder ein Bildchen oder so, dann sage ich, ja, die sind noch vor der ersten Erfahrung. Die sind also durch eine Maschine geblendet. Also sie sind voller Furcht, sich auf etwas Reales, Fühlbares überhaupt einzulassen. Das halte ich für den Grund des enormen Zuspruchs, welches das Internet findet. Also tatsächlich, also ahnungslose Jugendliche sind froh, wenn sie sich einbilden können, heute habe ich Marion kennengelernt, die 700 Kilometer entfernt wohnt und die man nie sehen wird. Nicht? Das ist so ähnlich wie in meiner Jugend war sozusagen, da hat man Brieffreundschaften gepflegt. Mhm. Nicht? Damit vergleiche ich das häufig. Also ich hatte auch eine Brieffreundin. Wie hieß sie? Wissen Sie es? Die hieß Barbara Jaumann. Aha. Barbara Jaumann, sehen Sie, ich weiß es immer noch. Ja. Das ist 50 Jahre her. Und wir haben uns Briefe geschrieben. Ich habe die nie gesehen. Sie mich natürlich auch nicht. So 1,5 Jahre. Und es war großartig für mich. Und meine Mutter hat gedacht, was jetzt hier los ist. Mhm. Die hat gar nicht glauben können, dass ich das Mädchen gar nicht kenne. Und nach 1,5 Jahren hörte das schlicht und einfach auf. Und ich nehme an, das Mädchen hat dann ihren wirklichen Freund kennengelernt. Ich war noch nicht so weit. Aber das ist mir eine. Das wird dann, also, wenn die Realität eintrifft, brechen diese Fiktionen, Internet, Brieffreundschaft, egal, natürlich sowieso zusammen. Zusammenbrechen ist wieder ein Stichwort. Ihre Helden, Ihre Protagonisten sind ja oft so genau an dieser Schwelle eine Art, wo die Realität zusammenbricht und wo es dann entweder ins Gefängnis oder in die Psychiatrie führt. Und die große, große Zahl Ihrer Leserschaft scheint ja eine Sympathie, eine Grundsympathie für diese Helden zu haben. Sonst würden sie ja nicht wie wild ihre Bücher kaufen und lesen. Und man hat das Gefühl, dass diese Menschen aus dem trägen Jammertal der Existenz ausbrechen, aber wirklich radikal ausbrechen. Also auch, dass sie nicht mehr
zurückkommen, das kann ja dann kein Trost sein für Ihre Leser. Schwer zu sagen, ob sie das überhaupt beanspruchen, nicht? Sondern ob sie einfach nicht schon dadurch oder darin Trost finden, dass die ihnen vertraute Welt literarisiert zurückkehrt als Buch, als bearbeitete Legende, nicht? Also wenn man in irgendeiner Lebensnot drinsteckt und sei sie noch so zart, dann ist man auch schon beglückt, wenn man sie als Echo in der Literatur oder auch im Kino oder überhaupt in der Kunst wiederfindet, weil man dann erleichtert bemerkt, also mein Unglück hat mich nicht ausgeschlossen, nicht? Es hat mich nur dahin geführt, einzusehen, in welch einer großen Community ich mich bewege und dass das sozusagen ein normales Durchgangsstadium des Lebens ist, das man eben einfach aushalten muss. Also ein glücklicher Mensch liest kein Genazzino. Schwer zu sagen. Also nach meinen privaten Forschungen lesen auch glückliche Menschen meine Bücher, einfach weil ihnen das als Durchgangsstadium auch nicht unbekannt ist. Also es gibt keinen glücklicher Mensch, der nicht zuvor auch mal unglücklich war. Nicht? Glücklich ist nur der Säugling. Und wenn er aufhört, ein Säugling zu sein und dann zum ersten Mal nach der Mutterbrust verlangt und sie nicht kriegt, dann merkt der Säugling, oh, jetzt ist ein Unglück eingetreten. Und damit beginnt sozusagen das Eintauchen in die Wirklichkeit, der Versagung auch, nicht? Und dass das kein Unglück ist, sondern nur ein Aufschub. Versagung heißt nicht Unglück, sondern Aufschub. Und das muss man auch lernen. Und Menschen, die unglücklich sind wegen irgendwas, sie waren irgendwann zuvor schon mal glücklich und sind sich gewiss, es wird später auch wieder kommen, irgendwann. Sie haben das vorher sehr schön erzählt, wie eine virtuelle Welt oder eine Welt, die nicht real ist, in eine Legende umfunktioniert wird, um dann quasi als Echo Glückspotenziale oder Möglichkeiten zu eröffnen. Und damit sind Sie doch bei Ihrem eigenen Beruf. Also der Schriftsteller macht ja nichts anderes als die Poetisierung der realen Welt. Und deswegen würde ich gerne ein bisschen übers Schreiben noch reden, genauer. Woody Allen sagt, dass das Glück mit einer weißen Tinte schreiben würde. Das heißt also, wenn ich ihn richtig verstehe, dass Glück unproduktiv ist. Bei ihm. Ist das bei Ihnen ähnlich? Also ich muss sagen, dass ich dieses Zitat gar nicht verstehe. Also Sie meinen das mit der weißen Tinte? Dass nichts kommt, wenn man glücklich ist. So dass hat er nichts das kommt. Definiert. Das befremdet mich, gerade von Woody Allen. Der hat uns doch in zahlreichen tollen Filmen gezeigt, wie enorm er in Fahrt kommt, wenn er eine Frau lieben konnte und wie produktiv er ist. Aber da wäre er schon wieder in der Fiktionalisierung vermutlich als Zustand, eben als Autor gesehen. Ist Woody Allen vermutlich dann vor dem weißen Blatt, wenn es ihm gut geht, nicht der Woody. Ja, jetzt sagen Sie weißes Blatt, aber vorher sagten weiße Sie, glaube ich, weiße Tinte. Ja, weiße Tinte auf weißem Blatt, das ist dann... Ist nichts. Ja, also ich wäre da sehr, sehr vorsichtig. Also ich kenne ja fast alle Filme von Woody Allen und schätze sie auch sehr. Und ich weiß ganz genau, wo die Transferstellen sozusagen aus seiner Biografie auf das weiße Blatt Papier stattgefunden hat und wo die nachträgliche artifizielle Bearbeitung des biografischen Materials stattgefunden hat, die natürlich eintreten muss. Also ein Mensch, der seinen Lebenslauf nachschreibt, ist natürlich auch eine unglückliche Figur. Der wird niemals Woody Allen oder sonst einer. Also es muss sozusagen mit einer
mit einer zielgerichteten Energie das Material bearbeitet werden. Und genau das hat auch Woody Allen gemacht. Und Hunderte, aber Hunderte andere auch. Mhm. Was Sie für mich ein bisschen mit Woody Allen, deswegen bin ich froh, dass Sie auf das Reizwort Woody Allen reagieren, auch wenn Sie auf die weiße Tinte nicht reagieren, aber dass Sie quasi in Ihrer Ironie, die Sie haben, Sie werden immer gefeiert als großer, stiller Chronist der Bundesrepublik und dass Sie aus den ephemersten, nichtssagendsten Momenten etwas machen, etwas bilden können. Aber Sie sind doch auch voller Humor. Ihre Figuren, die Milieus, diese Erlebniswelten sind auch amüsant. Es ist lustig, richtig gehend. Hat das auch mit diesem Überwinden oder dem Echo aus dem Glück zu tun, Humor? Vermutlich ist der Humor auch eine Provinz des Glücks. Nicht? Das würde ich schon sagen. Man muss aber gleich hinzufügen auch, es wird nichts draus, wenn ein Autor sich als Humorist versucht. Also wenn er sozusagen ein Spaßmacher meint sein zu müssen, sondern es muss so sein, dass die komische Erfahrung eigentlich intentionslos sich einstellt und als eine Art Verlegenheit vor den Lebenstatsachen, ein Schrecknis, eine Art kleiner Schreck darüber, was passiert. Und wer Talent hat, wie der Woody Allen, ich schließe mich jetzt mal ein, darin die Ironie sieht, der ist nahe am Humor. Nicht? Also Ironie ist eine Art sozusagen intimem Humor. Nicht? Also dieser intime Humor muss dann eben auch noch bearbeitet werden, um ein öffentlicher Humor zu werden. Also man möchte haben, auch derjenige, der ein Fremder möchte, auch bitte darüber lachen können. Nicht? Und wenn ich dem bloß die Intimität meines Humors mitteile, dann versteht er das nicht. Das ist zu dürftig und so. Nicht? Also es muss noch eine gewisse Form kriegen oder bearbeitet werden. Und man sollte natürlich nicht, das ist immer gefährlich, nicht übertreiben, denn man will kein Humorist werden. Ein Humorist ist, sagen wir mal, nach meinem Dafürhalten eine traurige Figur. Also ich weiß nicht, in früheren Jahren... Ja, ich will keine Namen nennen, weil aus der Geschichte vielleicht. Aus der Geschichte, ja Gott. Sie kennen wahrscheinlich die Comedies im Fernsehen, wo nun wirklich gnadenlose Humoristen auftauchen. Und selbst diejenigen, die ich nicht leiden kann, möchte ich nicht mit Namen nennen, weil ich sie auch für Verzweifelte halte. Nicht die eben einfach mit industrialisiertem Humor im Fernsehen noch über die Runden kommen wollen. Also ich halte sie für Ausweglose, die den Weg nicht haben finden können und jetzt zu diesem groben Fernsehhumor, zu diesen groben Fernsehhumoristen geworden sind. Mehr will ich dazu eigentlich nicht sagen. Also das ist eben, Sie sehen sofort die Entfernung zu Woody Allen. Nicht? Das ist eben kein Humorist geworden, der, was weiß ich, durch die Stadthallen tourt und einen Witz nach dem anderen macht. Spielt Klarinette. Ja. Genau. Dann ist das schreckliche Ende nahe. Was mich sehr interessiert, noch ein bisschen genauer darauf einzugehen, wäre dieses Rückwirkende, dass man erzählerisch eine Biografie umdrehen kann vielleicht, also aus einem Unglück dann durch diese Zeit, durch das Aushalten in der Rückschau auch ein Glück wieder herausschälen kann, um dann so eine vielleicht gesamte Schau auf ein Leben zu setzen. Und Sie haben mir erzählt, dass Menschen in hohen Jobs sehr gefährdet seien, zwischen Illusion und Wirklichkeit nicht mehr trennen zu können. Also das heißt nicht in der Rückschau, sondern im eigentlichen Moment des Lebens. Wie haben Sie das gemeint? Ich meine es so, dass nicht alle, aber doch viele dieser avancierten Manager distanzlos geworden sind. Und
dann auch nicht verstehen können, wenn sie scheitern. Also sie haben praktisch keine Ironie mehr. Mhm. Also kein Abstand. Und sie halten sozusagen ihren einflussreichen Job für etwas Unwiderrufliches, für etwas hart Erarbeitetes, zweifellos, und dadurch aber auch Beständiges. Mhm. Und wenn sie sich sozusagen ein Gran humoristischer Ironie im Kopf hätten halten können, dann wüssten sie, wie gefährdet sozusagen gerade der Aufstieg ist. Mhm. Und gerade insbesondere dann, wenn ihr hundertprozentig distanzlos als wahrhaftig empfunden wird. Also auch schon als fiktionalisiert, ja, ist. Also ja. Bundespräsident Wulff zum Beispiel. Ja. Ist das ein Problem dieser Distanzlosigkeit der eigenen Biografie gegenüber? Ja, unter anderem. Der Mann hat viele Probleme. Und es ist in gewisser Weise, obwohl er noch gar nicht gemerkt hat, dass er längst ein Fallbeispiel, ein Lehrbeispiel auch für alle, die es zu doll treiben, geworden ist, gehören da noch zahlreiche andere Überschätzungen dazu, auch ganz kleinbürgerliche, mhm, wie bei Wulff, mhm, nicht? Also man hat ja inzwischen fast den Eindruck, der Mann wollte Bundespräsident werden, weil er dann dachte, nur als Bundespräsident kann ich besonders gut schnorren. Dann finden das alle normal, mhm, weil sie sagen, ja, alle würden das tun, mhm, nicht? Also das ist dermaßen abgründig, auch abgründig im Sinne von unerwachsen, von pubertär. Also sowas hat es in der ganzen deutschen Nachkriegsgeschichte noch nicht gegeben. Und ich hoffe sogar inzwischen, dass das also noch eine Weile länger geht, weil der Lehrcharakter, mhm, dieser Story, dieses Absturzes, ist inzwischen längst größer, insofern positiv, als der Schaden, den der Mann anrichtet. Also ich wünschte, also es gäbe immer mal wieder alle paar Jahre ein so grandios und lehrreich scheiternder Politiker. Denn an dieser Biografie kann man wirklich sehr viel lernen. Glauben Sie, dass die Nichtschreiber-Politiker, dass die von den Schreibern, Schriftstellern etwas lernen könnten in der Fiktionalisierung ihrer eigenen Biografie? Ich fürchte nein, weil der Schriftsteller, wie ich ihn verstehe, der würde ja sofort dieses Konzept der eigenen Großartigkeit durchkreuzen. Mhm. Der würde sagen, das ist eine Fiktion, guter Mann. Also das sieht in der Realität völlig anders aus. Mhm. Und das würde der Politiker schon nicht verstehen. Mhm. Nicht? Er hält das ja im Maßstab 1:1 sozusagen alles, was ihm gelungen ist, ist ein Baustein in seiner Pyramide. Und was anderes will er als Moment der Einsicht und so weiter ja nicht zulassen. Mhm. Und da wäre der Schriftsteller ein totaler Spielverderber. Mhm. Nicht? Also, und der Journalist im Übrigen auch. Also es gibt ja eine riesige Gruppe von zahlreichen, sehr guten Journalisten in Deutschland, die also sich inzwischen verzweifelt die Haare raufen, weil sie diesen Mann nicht mehr verstehen, der doch etwas ganz Naheliegendes offenbar einfach immer noch nicht tun kann. Jetzt wird es natürlich interessant, wenn man sagt, wenn man jetzt Ihr Fallbeispiel nimmt, also Ihre Biografie, Sie sind Wilhelm Genazzino, Sie sind, wie gesagt, einer der renommiertesten deutschsprachigen Autoren. Sie haben viele Preise bekommen. Sie haben den Büchnerpreis bekommen, den Kleistpreis. Sie sind eine öffentliche Person. Wie gehen Sie selbst als bald 70-Jähriger mit diesem Fiktionalisieren um? Wie gehen Sie selbst mit dem Glückszwang um als Glücksfachmann der Nation? Ich gehe so damit um, dass ich natürlich das alles nicht glaube. Also, dass ich jetzt von Ihnen als Glücksfachmann bezeichnet werde, halte ich natürlich für eine wunderbare Übertreibung, die ich gerne höre, aber ich darf es Ihnen ja sagen, ich glaube sie nicht. Also, ich kenne ja sozusagen meinen inneren Zustand und ich komme mir nicht als Glücksfachmann vor.
Also ich bin jemand, der an seinen inneren Zuständen arbeitet, was ich weiterempfehlen kann als Verfahren. Wenn man es nicht selber kann, kann man sich ja ruhig einen Mitarbeiter, eine Hilfe nehmen, einen Therapeuten oder so. Die sind nicht schlecht, die Leute, wenn man es nicht selber kann. Aber der Mittelweg, der es mir leicht macht, mich nicht als Glücksfachmann zu verstehen, der besteht darin, dass ich überhaupt nicht vergessen kann, wie nah oft ich am Unglück war. Mhm. Auch bis heute. Nicht? Also, dass das oft auf Messerschneide steht. Und ich oft nicht weiß, werde ich jetzt verrückt? Oder was soll ich jetzt von dieser Situation halten? Wer verlockt mich da mit unlauteren Mitteln und so weiter, da das und das zu machen und nicht jenes? Und so weiter und so weiter. Also insofern bin ich überhaupt nicht aus der Gefahrenzone raus. Wie übrigens kein Mensch. Nicht? Also gerade, weil wir eben ganz kurz von Herrn Wulff gesprochen haben. Das ist seine Illusion gewesen, dass er aus der Gefahrenzone raus ist. Und das ist genau das, was man als Mensch vermeiden muss. Ich habe ein paar Mal jetzt heute gehört, dass Sie von den Kindern gesprochen haben, also vom Infantilen ein bisschen. Und Ihre Helden haben das auch immer. Und ich habe mir dann so gedacht, ist das vielleicht auch etwas Biografisches, dass die Kinder kriegen, ist ein Thema in Ihrem zweitletzten Buch. Aber dass dieses Vermögen der Kinder, mit der Realität zu spielen, auch mit den Ängsten zu spielen, sehr gut zu ihnen passt. Und haben Sie diese Haltung ein bisschen den Kindern abgeschaut oder vielleicht Ihren Kindern auch abgeschaut? Ich glaube nicht, dass es so war, sondern ich denke, das ist von meiner eigenen Kindheit einfach als untilgbarer Rest übrig geblieben. Also wozu ich gar nichts kann, nicht? Also es ist ein bisschen grotesk, dass es eine Zeit gab, in der ich gegen meinen eigenen Infantilismus enorme innere Kämpfe geführt habe, bis ich gemerkt habe, die sind ja ein Baustein auch meiner Zukunft. Nicht, weil ich sie auch, wie es Erwachsenen eben üblich ist, bei Erwachsenen in Anführung, sozusagen das Infantile zu verdammen, weil es nicht mehr passt in das erwachsene Leben. Ohne zu erkennen, dass natürlich ein enormer, triebhafter Anteil, also immer auch infantil ist. Also man will ein einstmals versprochenes Glück auch wirklich haben. Das ist der infantile Moment. Und welches Glücksmoment hat Ihr Leben verändert, wenn Sie jetzt zurückschauen? Im Großen und Ganzen war es der unerwartete Erfolg. Also ich hätte nicht gewusst, was ich getan hätte, wenn ich nicht hätte merken dürfen durch mein Geschick, das Schreiben wird mich tragen. Und das war im Grunde meine Rettung. Also ich war niemand, bevor ich schrieb. Nicht? Also ich habe auch alle wichtigen Dinge, die zur bürgerlichen Existenz gehören, also wie Abitur und Studium und so weiter, alles nachgeholt. Das hatte ich nicht zum richtigen Zeitpunkt. Also ich bin der klassische Nachzügler, der alles erst mit Verspätung bemerkt. In gewisser Weise ist das mein Glück. Dass ich dann habe ich auch, wenn ich es zur rechten Zeit gehabt hätte, hätte ich was Falsches damit angestellt. Und war es ein einsames Glück oder hat jemand an diesem Glück teilgehabt? Ja, meine Frau natürlich. Also wir haben eine sehr starke, leider ist meine Frau gestorben, eine sehr starke Kommunikation gehabt. Und meine Frau war ähnlich gebaut. Und wir waren schon allein darüber noch schon glücklich, dass wir sozusagen miteinander diese eigenartige Klebstoffglück wieder auseinanderdrögeln können, so ähnlich wie Kinder, wenn sie ein Stück Klebstoff an der Fingerspitze haben und das so wieder voneinander wegziehen. Da hat sie mal den Einfall gehabt, guck mal, das ist Glück. Das machen wir auch. Wir ziehen unser Ding noch mal vom Finger runter und betrachten es wie ein Kind.
Herr Genazzino, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen auch.